Na gut, dann wollen wir mal wieder hier durchgehen. Ich lausche mal kurz. Aber ich höre schon mal nichts. In den Kommentaren wurde gesagt, eventuell werden ja ein paar von den Eidechsen gespawnt, indem man die Tür öffnet. Und warum habe ich dich nicht gehört eben gerade? Komm, wir haben gerade erst geladen, beziehungsweise gespeichert, das passt schon. Entweder kippst du jetzt um oder wir. Ich denke mal eher wir. Jupp. Also da scheint echt was dran zu sein. Sobald man die Tür auf- oder zumacht, oder sogar beides, taucht wohl ein neuer auf. Das heißt, wenn wir den jetzt umgebracht haben... Ich höre ihn immer noch nicht. Sobald wir den jetzt umgebracht haben, werden wir uns wieder zurückziehen, wieder schlafen, aber diesmal nicht hinter der Tür, sondern irgendwo ganz anders. Wo bist du? Oder war das jetzt irgendwie zufallsbedingt? Den Schalter hatten wir schon mal, ne? Ja, dann macht er da hinten irgendwas. Jetzt höre ich was. Genau du. Komm mal her, du versperrst den Ausgang. Oder ich hoffe jetzt einfach mal, dass kein Zweiter kommt und tänzelt hier einfach hin und her. Dann dürfte er uns ja auch kaum erwischen. Haben wir langsam ein wenig Übung drin, diese kleinen Dinos hier zu töten. Kaum gesagt, schon einen eingefangen. Da kommen schon ein, zwei Treffer noch. Siehst du wohl. Keine Energie mehr, aber gut. Ich hoffe einfach mal, dass, wenn die Tür wirklich fast spawnt, dass es nur einer ist. Und wir wollten jetzt weiter rechts die Wand abklappern. Bis zu dem Schalter hatten wir schon mal. Der machte irgendwo irgendwas. Das will ich jetzt nochmal überprüfen. Da. Muss wieder weiter entfernt, das Geräusch. Also muss es irgendwo hier gewesen sein oder da oben? Also ich bin mir relativ sicher, dass wir das schon gemacht haben. Aber wer weiß, was ich alles vergesse. So, also nochmal. Ich höre was. Aha, da war das. Müssen wir das Ganze jetzt nur nochmal machen, weil das die falsche Sequenz war. Sieh. Und da drin war irgendwas auf dem Fußboden. Die Pitfighter Gloves. Die sollte ich mir übrigens nochmal genauer angucken. Ich weiß gar nicht warum. Schutz plus 3, Stärke plus 2. Oh, die sind besser als unsere. Dann werden die auch gleich mal mitgenommen. Ja, letztes Mal habe ich die ignoriert, weil da stand plus 6 Angriffskraft, wenn unbewaffnet. Und da hat mein Gehirn gesagt, wir kämpfen nicht mit unbewaffnet, also brauchst du die Dinger nicht. Auf die anderen Stats habe ich gar nicht so wirklich geachtet. Danke nochmal für den Kommentar. So, jetzt aber... Schalter suchen, die wir noch nicht gedrückt haben. Das wäre ganz schick. Und am besten nicht von irgendwelchen Bläulingen überrascht zu werden dabei. Das wäre noch schicker. Aber wir hatten hier schon ein, zwei Secrets in der Umgebung. Ich denke nicht, dass hier noch irgendwo irgendwas ist. Das heißt, wir können gleich hier runter gucken. Das war BDF. Also nicht hier runter gucken, sondern da runter gucken. Die Gitter fasse ich auch nicht an. Nur für den Fall, dass da irgendwas mit ausgelöst wird. So. Genau, da wollen wir gleich hin. Kein Schalter. Nö. Dann mal rein da. Mönche könnten kommen. Ja, sage ich andauernd, ich weiß. Outer Sanctum, also das äußere Heiligtum. Da braucht man einen verschnörkelten Schlüssel
Tür. Nee. Das ist ja auch ein goldener und kein verschnörkelter. Und ich überspringe schon wieder die ganzen Wände. Ja, das kommt, wenn man so ungeduldig wird. Mönche töten, Mönche töten. Nee, 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 nee. Alles schön, Schritt für Schritt. Nichts verpassen und so. Oh, Heilkräuter, 2 Stück. 3 Stück? Ne, es waren dieselben. Aber wir können trotzdem jedes bisschen davon gebrauchen. Wir haben letztes Mal, also in den letzten Folgen allgemein, viel zu viele davon verbraucht. In eigentlich ziemlich unnötigen Aktionen. Also ich hätte einfach neu laden können, aber das mag ich halt nicht so sehr. Nur weil mal was schief läuft, den gleich neu zu laden. Pillared Hallway. Oh, da war was. Nur was war da? Mussten wir hier irgendein Muster geben? Probier mal die Schlange zu machen. Bin schon wieder am Anfang. Also ich habe eben die Schlange so rum gemacht. Das mache ich jetzt nochmal zur Überprüfung. Also wir kommen rein, gehen dann rechts rum und folgen dann dem Schlangenmuster. Und hier müssten wir eigentlich gleich weggeschmissen werden. Also lege ich hier mal eine... Aha, okay. Ich wollte gerade sagen, lege ich da mal eine Axt hin, aber die ist sofort verschwunden. Also legen wir da mal einen Stick hin. Da mal eine Wurfaxt. Und da mal eine... Was zur Hölle? Und da mal eine Wurfaxt. Anscheinend scheint es egal zu sein, wo man langläuft. Wir sind wieder am Anfang. Das ist schon so lange her, in Anführungszeichen. Bestimmt 1-2 Monate. Vielleicht rückwärts, oder? Nein, also wir wieder am Eingang. Hier rückwärts oder einfach nach Schaltern gucken, das wäre vielleicht noch intelligenter. Ich höre schon wieder irgendwo ein Feuerelementar. Und wieder am Eingang. Na gut, andere Wand. Und doch schon gründlich nach diesem anderen Symbol gucken, das auch als Schalter dienen kann. Aber ich sehe nirgendwo was und das wieder der Eingang. Hm, njam, 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 njam. Wie können wir das Ganze umgehen? Ich gucke mal vorher ein bisschen nach Schaltern, aber das hatten wir ja eigentlich schon. Ah, wir hatten noch den Zettel mit dem mit den Nummern drauf. Das wird's wohl sein. Haben wir den Zettel mit den Nummern drauf noch? Nein, den haben wir natürlich irgendwo hingeschmissen. Und ich weiß nicht mehr wo. Das war sehr intelligent, Gerogon aus der Vergangenheit. Ja, hilft nichts. Den müssen wir erstmal wiederfinden. Wahrscheinlich in einer unserer Rumpelkammern. Ich hoffe einfach mal hier oben bei der Treppe. Also gehen wir hier zurück. Da zurück, da dran vorbei. Und wieder durch die Dino-Hölle. Also, ja, genau, deswegen sitzt es die Dino-Hölle. Weil da überall Dinos sind. Komm hier, du doofes Ding. Wegen kein Respawn, ja, ja, ja. Oh, nein, 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 nein. Ja. Naja, sparen wir uns den Weg zurück. So hat das ja alles ein Positives. Wir laufen jetzt einfach zurück zur Rumpelkammer und gucken da nach diesem kleinen Schriftstück. Da war gerade wieder ein Dreh. Ja. Da war der letzte Dreher, so. Aber warum habe ich das Ding weggeschmissen? Ich hatte doch gerade erst vor 1-2 Folgen gesagt gehabt, dass ich zwar nicht mehr weiß, wofür man das braucht, aber dass wir es auf jeden Fall behalten werden. Ist ja auch komisch. Aber manchmal im Hitze des Gefechts oder im Hitze der Aufnahme mache ich sowas halt. Was haben wir hier? 2x links, 1x rechts. Das ist gut. Das ist sehr gut. Du bleibst jetzt da liegen. Und dann laufen wir wieder zurück. Zu der inzwischen verhassten Tür. Und den verhassten Drehern. Und dem Hass überhaupt. So, du Tür bist gemeint.
Wir wissen, es sind mindestens zwei Dinos hier drin. Hören tue ich aber gar nichts. Na gut. Da war jetzt einer, den ignoriere ich mal gekonnt. Lauf hier einfach durch und mal zu. Das wird diese phasenspringenden Dinosaurier wahrscheinlich auch nicht aufhalten. Aber ein Versuch ist es wert. Noch eine Tür zu. So, hier war die Schnörkeltür. Nach Schaltern müssen wir gar nicht erst gucken. Das haben wir schon gemacht. Hier waren irgendwo noch zwei Heilkräuter. Die sollen auf jeden Fall mit. Da rein. So. Jetzt müsste eigentlich gleich schon dieser Gang kommen. Genau, Pillared Hallway. Wir gehen mal von hier aus. Nicht von da. Zweimal links. Eins, zwei. Einmal nach rechts nach vorne gehen, nehme ich an. Einmal links nach vorne gehen. Eins, zwei, dreimal rechts nach vorne gehen. Und eins, zwei, links nach vorne gehen. Das war falsch. Okay, gehen wir von hier aus. Eins, zwei. Eins. Eins. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ach, dies wiederholt sie zweimal, steht nach unten drunter. Nimm. Oder ich gehe einfach geradeaus weiter. Okay, also nochmal das Ganze. Wir gehen jetzt doch von da aus. Ne, von hier aus und machen das gleiche dann im Anschluss sofort nochmal. Das habe ich ja vorher nicht gemacht. Also, eins, zwei links. Eins rechts, eins links. Eins, zwei, drei rechts. Eins, zwei links. Jetzt sind wir genau auf der Hälfte. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Also zweimal links. Eins, zwei. Einmal rechts. Einmal links. Eins, zwei, dreimal rechts. Eins, zweimal links. Tada! Das war's gewesen. Jetzt könnte das Ding eigentlich weg. Aber ich behalte es lieber dabei, falls wir das Ganze nochmal machen müssen. Und da ist auch schon unser Feuerelementar. Wo ist unser Fire Talk? Nur für den Fall, dass es ein paar mehr sind. Dem scheint aber nicht so zu sein. Also wieder Erfahrungspunkt Amulett an. Ting. Hören wir was? Nee, ich höre zumindest nichts. Scheint also alleine gewesen zu sein. Und hier sieht es wieder ganz schön verschnörkelt aus, was die Gänge angeht. Wow. War doch nicht allein, hm? Na, komm her. Wir brauchen die Erfahrungspunkte. Wir wollen Äxte 50 bekommen. Es geht aber auch so ganz schön fort, Lot, hä? Also eine verschlossene Tür. Oh, ein Schalterle. Und ein Buch der unendlichen Weisheit. Und das galt nicht mal als Secret. Das ist doch mal unfair. Was machst denn du? Nimm 5 Skillpunkte. Sehr, sehr schön. Äxte 50. Tada! Axemaster. 20 Attack Power mehr. 75 Attack Power. Das ist doch mal schick. So, jetzt haben wir 4 Punkte über. Wo tun wir die rein? Ich hatte mir überlegt, einen in Spellcraft zu setzen, damit wir mehr Energie haben für mehr Spezialattacken. Oder 4 Punkte in Rüstung, um mehr Lebenspunkte zu bekommen. Haben wir noch eine Alternative? Wir könnten noch 3 Punkte in Feuermagie setzen, um 10 Schutz vor Feuer zu bekommen. Aber das halte ich nicht wirklich für sinnvoll. Lebenspunkte oder Energie? Lebenspunkte oder Energie? Ich nehme mal lieber Energie. So. Wann würden wir hier das nächste Mal Energie bekommen? Bei 12.
Das ist nicht machbar. Doch ist es. Wenn wir jetzt ein Level abbekommen, haben wir 4 Punkte wieder drauf. Sind wir bei 7. Könnten wir also hinkommen und hätten noch einen Punkt über für Armor, was aber nicht reicht. Jam, 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 jam. Hier würden wir noch einen Stärke bekommen, wenn wir es auf 4 steigern. Wir behalten die Punkte erstmal. Und beim Level Up werde ich dann auf jeden Fall die 4 Punkte erstmal in Lebenspunkte setzen. Also auf Armorer, damit wir das auf 12 bekommen. Und dann müssen wir echt gucken. Allzu viele Level dürften ja eigentlich eh nicht mehr drin sein, wenn ich mich recht erinnere. Aber sei es drum. So, das hat mich aber gelehrt, hier wieder ein bisschen vorsichtiger zu sein, was die Schalter angeht. Denn so ein, in Anführungszeichen, Secret zu übersehen, wäre ja doch recht schade. Zumal in den Kommentaren auch irgendwo geschrieben wurde, dass es gibt hier noch ein zweites Buch. Also, dass es hier noch ein zweites Buch gäbe. Danach sollten wir uns auf jeden Fall auch noch umschauen. Oh, ich hasse euch. Ich hasse euch abgrundtief. Ihr seid schlimmer als Spinnen. Ihr seid viel schlimmer als Spinnen. Ihr seid nämlich schneller. Wo bist du? Dafür war der jetzt ein One-Hit. Auch nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Einmal die Lurker-Haube. Damit ist das Lurker-Set komplett. Wir sind jetzt bei Evasion 38. Das heißt, wir müssten jetzt, wenn wir das Ding aufsetzen, auf Evasion 43 kommen. Ja, kommen wir auch. Schade, also kein Set-Bonus. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal ausprobiert. Was ich echt schade finde eigentlich. Aber sei es drum. Trotzdem gutes Rüstungsset. Ein Raum, wo nur ein Gegenstand drin war. Und diese zwei komischen Fliegen. Na gut. Sei es drum. Speichern wir ab. LP 041. Bis gleich.